Ich habe Fußball gespielt, seit ich ein kleines Kind bin. Circa 7, 8 Jahre alt, als ich 7, 8 Jahre alt war. Und ich habe immer mit dem Ball gespielt und irgendwann hat mich mein großer Bruder dann zu einem Verein gebracht. Und ja, ab die letzten 4 Jahre wusste ich, dass ich damit Geld verdiene jetzt, dass ich professionell bin und dass sich alles gelohnt hatte. Ja genau, ich bin in Deutschland geboren, komplett in Deutschland aufgewachsen. Und aber mein größter Traum war, dass ich das Land meiner Eltern repräsentiere. Vor ein paar Jahren habe ich noch auf der Baustelle gearbeitet, als Maurer. Ich war in der 5. Liga in Deutschland, damals im Amateurbereich. Bin dann in die 2. österreichische Liga zu Wacker Innsbruck gewechselt. Und ja, ab letztes Jahr dann im Sommer bin ich ja nach Slowacko. Und ja, ich kannte den Verein ein bisschen, weil ich öfters auch in vielen Ligen die Tabelle angucke und so. Und deswegen kannte ich Slowacko schon ein bisschen. Miroslav Sokup finde ich ein sehr, sehr guter Trainer, hat eine sehr gute Philosophie vom Fußball, seine taktische Einstellung und ja, ich stehe fast täglich mit ihm in Kontakt immer noch. Ja, es war eine unglaubliche Erfahrung für mich, weil vor ein paar Jahren war ich noch im Amateurbereich so in Deutschland und das Spiel zum Beispiel gegen Köln hat mich sehr fasziniert und mich getroffen, weil auch meine Familie im Stadion war. Aber auch gegen Fenerbahce war das ein super Erlebnis, weil ich habe viele türkische Freunde und meine Familie war da auch im Stadion. Ja, also meine Vorbilder sind Sergio Ramos und Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Aufgrund deren Einstellung, wie hart die trainieren und natürlich möchte ich im Fußball so weit wie möglich kommen. Mein Traum war es immer in der Weltmeisterschaft zu spielen und natürlich auch in der Champions League und ich werde hart daran arbeiten. Ja, ich wusste davon, aber natürlich ist das eine große Ehre für mich, in den Geschichtsbüchern von dem Verein Slowacko zu sein. Und ja, auf jeden Fall wollten wir gleich zu Beginn des Spiels den Ball nach vorne schlagen und auf den zweiten Ball pressen. Und da hat der Ball dann Milan Petagella erreicht und der hat ihn dann blind in meinem Raum gespielt. Und ich war voll im Lauf, habe einfach nur gedacht, ich schieße jetzt und ja, dann war der Ball drin. Aber natürlich nächster Versuch, ich noch schneller ein Tor zu erzielen. Ja, also wenn ich ein Wort benutzen würde, dann wäre das Familie, aber nicht nur im Verein so, weil das beschreibt uns, das zeichnet uns aus, das fühlst du so, wenn du hier bist, aber nicht nur hier im Verein, sondern auch außerhalb, die Fans, die Stadt und ja, Cutlets kannte ich schon seinen Namen, weil ich habe viele türkische Freunde, die auch Fenerbahce-Fans sind und so und da habe ich immer wieder mal seinen Namen gehört und ja, mit wem mache ich am meisten was? Ich mache eigentlich so gut wie mit jedem immer etwas, aber wenn ich einen rausnehmen würde, dann wäre das Ozzy, Michail Kohut. Und ja, mit ihm mache ich vieles, mit Pavel Staschek. Und ja, aber ich verstehe mich mit jedem gut und fühle mich sehr wohl hier. Also Ramadan ist ein Fastenmonat für die Muslime. Ist ein sehr wichtiger Monat für uns. Da fastet man halt, wenn die Sonne weg ist. Das heißt, wenn die Sonne rauskommt, bis wenn die Sonne untergeht, darfst du nichts essen und nichts trinken. Und ja, danach darfst du halt essen, wenn die Sonne unten ist. Und ja, ich bin am Trainieren und am Spielen. Deswegen habe ich für mich selber entschieden, dass ich halt nicht fasten werde an den Trainingstagen und Spieltagen. Und ja, das ist Ramadan. Boah, Tschechisch muss ich sagen, ist eine echt schwierige Sprache, aber ich gebe mein Bestes, ich lerne viele Sachen. Ja, meine Nachricht an die Fans, Slovacko do toho.